Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Amnesia Minecraft Deskins. Und ja, mir ist aufgefallen, im letzten Part waren die Sounds leider sehr laut, ich habe das nicht bemerkt, deswegen ja, war es nochmal so übelst krass laut. Ich dachte, es wäre Musik, aber es lag an den Sounds. Deswegen mache ich sie jetzt mal um einiges leiser. So, da geht das auch schon gleich viel besser hier, hoffe ich doch mal. Okay, ja, die Map ist um einiges krasser, als ich sie in Erinnerung hatte. Und ich habe schon von manchen von euch gehört, euch ging das da genauso. Ist natürlich interessant zu hören, finde ich so. Aber na gut, dann würde ich sagen, hauen wir hier die Bombe hin, die wir gerade bekommen haben. Und was ist denn jetzt hier los? Hier geht's in den genau, den Fahrstuhl. Oh. Probably. Wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Can be blown up. The elevator is blocked. Ja, das sollte, glaube ich, eigentlich schon früher kommen. Oh. You have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer. Okay, also gerade war die Frage, ob er schon mal in einem Fahrstuhl gewesen ist sozusagen, und er hat gesagt, ja. Irgendwie in so einem Park oder so, habe ich nicht ganz verstanden. Und er hat jetzt gesagt, dass der Fahrstuhl diesmal ein bisschen länger werden könnte. Und was zur Hölle, ey. Aber die Soundkulisse ist cool gemacht. Das ist echt richtig coole Idee. Go like that. What the fuck? Was bist du für einer? Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Okay, also hat die jetzt irgendwie dupliziert oder was weiß ich, was da passiert ist. Wie schon gesagt, ich verstehe es leider nicht so ganz. Its blood is still fresh. Also ich schätze mal, ich würde es verstehen, wenn ich es akustisch verstehen würde, aber ich verstehe es rein akustisch nicht. Also, falls ihr euch jetzt fragt, ja, ist ja irgendwie voll dumm. Its body is decomposed. Okay. Its blood is still fresh. Wo geht's hier hin? Dungeon Track. Okay, kommt jetzt so eine Art Dungeon oder was? Okay, Dungeon ist eigentlich so Folterkammer, wenn man. Früher war der Dungeon quasi jetzt nicht sowas wie in Zelda, sondern die Folterkammer. Ich denke zwar, deswegen sehen die auch alle so etwas. Alter! Scheiß Jumpscares, ich hasse sie. Aber die gehören nun mal dazu, ne? Genau, Jumpscares. Die kommen hier sehr häufig. Und ja. Ist mir jetzt quasi runtergefallen, aber ich bin. Ja, hab das nicht ganz gemacht. Okay, jetzt kann man hier rein. This way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Okay. What the heck? Der Typ hat halt gerade sozusagen so ein bisschen gefragt, was. Alter. Habt ihr es gerade gehört? Das ist richtig krass einfach nur. Also die Map hat's echt drauf. Ihr müsst sie selber spielen, damit ihr wisst, was ich meine. Jetzt sind wir hier eben in den Gefängnissen. Ja, vor lauter Schreck habe ich jetzt schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Und was der Typ gesagt hat. Auch ich krieg ein Herz, aber freundlich. Brauche ich das irgendwie? Ich hätte es mir aufheben sollen, glaube ich. Na egal, zu spät. Too late. Oh, bisschen Öl, da brauchen wir viel. Ich bin damit leider bisher immer sehr unsparsam umgegangen. Umgegangen, nicht umgegangen. Ja, jetzt sind wir hier eben im Gefängnis. Im Gefängnis und ja, ich habe irgendwie einen Schrein gehört. Was geht hier ab? Jetzt haben wir so Schlüssel oder sowas. Ich glaube, die sind immer noch sehr laut, die Sounds, aber ich habe keine Ahnung. Ich stelle zwar auf so 20%.
Ja, irgendwie müsste die Map eine USK 12 haben, 16. Also, das ist ja krass, was hier abgeht. Das ist echt übel. Übel krass, Alter. Und wir kriegen einen Fanghaken. Very nice. Okay. Was ist hier? Ein Minecart. Alexander, do not ride. Fold in the tracks wire. Okay, ich denke mal, da geht es dann weiter. Aber ich möchte mich noch etwas umschauen. Wobei, ob ich es wirklich mit möchte. Boah. Okay, also das war eine weibliche Stimme. Sie hat gesagt, bitte lasst mich gehen. Ich möchte nach Hause. Irgendwie. Also sie wird hier irgendwie festgehalten. Und da ist diejenige. Ja, auch voll mit Blut am Körper. Also wurde wahrscheinlich auch schon gefoltert bis zum geht nicht mehr. Also ja, fragt man sich schon, was hier abgeht. Okay, das war der krasse Sound. Oh. Also wie krass das klingt. Irgendwie so. Das ist übelst krass. Richtig krass einfach. Achso, jetzt kann ich darüber, wo der Spaß vorhin war. Und zwar mit dem Hawkshot. Ja, lass los, Junge. Nice. Okay, jetzt habe ich wieder nochmal mein Kart und könnte jetzt rein theoretisch da langfahren. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Wieso auch nicht? Muss es so sein? Ach so, ich muss aussteigen. Scheiße. Ja. Ne. Das habe ich jetzt verkackt. Ich muss nur das Minecraft da rein. Minecraft. Nur das Minecart da reinfahren und danach geht eine Tür auf. Das ist genau das gleiche auch hier. Mann, die Lampe ist so schnell leer. Jetzt. Zack. Okay, was ist jetzt los? Jetzt ist da hinten wahrscheinlich irgendwas auf, oder? Nee. Und da brauchen wir einen Schlüssel. Okay, hier ist wohl gerade ein Gespräch zwischen einer Mutter wahrscheinlich, oder jedenfalls zwischen einer Frau und einem Kind wahrscheinlich, abgelaufen. Und zwar, dass das Kind fliehen soll und sozusagen die Mutter hier alleine. Nein, hör auf! Oh, Kacke! Und die Mutter alleine zurücklassen soll. Und natürlich will das Kind nicht. Also das Kind soll der Mutter Bericht erstatten über die ganzen Sachen und so weiter, was passiert ist und so. Was da abging. Ja, aber das will sie natürlich nicht. Sie will sich nicht von ihrer Mutter trennen. Was ja auch mehr als verständlich ist, denke ich. Und ja, jetzt muss sie halt, ja, da kam irgendjemand, also sie hat gesagt, someone is coming, also ja, da kommt irgendjemand und sie hat eben dieses Zimmer hier mit einem Bett verdeckt. Ach, wie dumm bin ich eigentlich? Zweimal denselben Behindertenfehler. Also sie hat das Bett hier verdeckt, dass halt niemand dreimal nacheinander dass halt niemand reinkommt. Ja, ich mache normalerweise immer so ein bisschen draufschlagen, überall, während ich dumm rumlaber. Aber beim Bett geht's halt nicht, ne? Da sieht man es mal wieder. Okay. Jetzt geht's hier weiter. Ja, ich will die Lampe jetzt nicht so oft verwenden. Das ist natürlich ein bisschen. Upsa. Okay, man hört irgendjemanden stöhnen. Jetzt ist die Frage, wo muss ich den Block hinschieben? Halt's Maul, ey. Kommt er vielleicht hier hin? Doch keine Ahnung, du. Aber es kann gut sein, irgendwie hier. Oder muss ich die vielleicht raus? Schieben. Habe ich das schon? Habe ich schon gemacht, ne? Ja.
Nein. Oh, fall doch nicht da rein. Ach, ich habe eine Bombe bekommen. Okay. Ja. Jetzt kann ich eben da unten hingehen, wo das Mädchen geflohen ist. Und es kommt wieder böse Musik. Oh. Das hört sich doch schon mal böse an, oder? Und was finden wir? Eisen und Knochen. Ja. Okay, wollen wir doch mal schauen, was geht hier ab. Cartage Kitchen. Also da ist eben die Küche und da vorne ist Kiste und die Kaserne. Da oben ist der Ofenraum. Okay, an den Teil kann ich mich sogar noch erinnern, also dass der überhaupt vorkam. Schauen wir doch mal als erstes in die Küche. Küche ist ja auch mal so ein ganz spezieller Ort für sich in Horrorspielen. Ja, schon mal Horrorspiele gespielt, das weiß, wovon ich jetzt rede. Und mein Mikro ist gerade ein bisschen scheiße hier. So, ich hänge mich mal ein bisschen anders hin. Und will mich auch verstehen. Und das geht halt nur, wenn das Mikro richtig hängt. Ne? So, ich hoffe, jetzt ist es etwas besser. Aber egal. Oh, ich habe mein Digi-Katze angehabt. Da ist das Pantry. Alexander. Please fix the faulty wrapping above. TR. Okay, da soll irgendwas gefixt werden. Hier brauche ich zwei Teile von Wasser. Okay. Und ein so Redstone-Zeug. Ja, ich musste jetzt teilweise ein bisschen ohne Licht spielen wegen dem, ne, Lampenteil. Okay, jetzt ist hier oben ein kleines Rätsel, wenn ich das so richtig erkennen kann. Das schauen wir uns aber gleich an. Ich werde erstmal kurz die anderen Räume durchsuchen. Okay, was ist hier? Oh, kommen wir da rein. Ja, muss das hier leider im Dunkeln machen. Oder cheat mir halt ein bisschen Öl noch. Das kann ich ja hoffentlich machen. Ach, ich krieg schon wieder Öl. Ich krieg Öl, das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Guten. Okay, was ist hier unten? The lock can be burned easily. The lock. Nee, the lock. Okay. Also, wahrscheinlich die Augen können leicht verbrannt werden oder so. Oder keine Ahnung. Ich muss jetzt hier eben ein Lava-Bucket suchen, um eben wahrscheinlich genau das, wovon da die Rede ist, zu verbrennen. Wow. Die kommen jetzt aber nicht hier hin, oder? Das fände ich nämlich uncool. War mal so richtig. Na gut, was kann man denn hier machen? Okay. Ich muss jetzt irgendwas hinwerfen, denke ich mal. Dazu habe ich wahrscheinlich die Knochen bekommen. Dann muss ich das auf Hand 1 legen. Ich weiß, ihr seht jetzt nicht viel. Ich erkläre, was ich mache. Also ihr geht nach oben und dann tut ihr mit dem anderen Slot die Knochen auswählen und schmeißt sie da drauf. Und es kommen ganz, ganz böse Sounds. Aber mal so richtig böse. Und wahrscheinlich ist irgendwas passiert. Nur was, das weiß ich jetzt nicht. Okay, Rätsel Nummer 1 ist gelöst. Aber da gibt es ja noch mehr. Ah ja, ich sehe es auch. Schon Fragezeichen. Auf jeden Fall denke ich irgendwas noch mit der Powered Loaf. Es gibt ja hier nicht umsonst so viele von den Teilen. Oh. Jetzt haben wir das bekommen. Das ist da drin gerade erschienen. Aber die... Alter, ich hasse diese Sounds. Ich hasse sie. Oh. Alter, das ist... Ich müsste hier echt mit Facecam spielen, damit ihr seht, wie ich mich hier erschrecke. Jetzt habe ich auch nicht mehr Licht. Ich cheate mir... Ich muss mir was cheaten, tut mir leid. Es tut mir echt sehr leid, aber es ist einfach so fürs Let's Play. Da brauche ich Licht, ansonsten ist es echt scheiße für euch. Also, ihr müsst verstehen, wenn ich das alleine zocken würde, würde ich mir natürlich nichts cheaten. Das ist ja sonst richtig lame. Gerade bei so einer Horror-Map, aber wenn man halt
Ne? So Let's Play macht, danach geht es halt irgendwie nicht anders. Okay, also die Map hat mich schon zweimal richtig, richtig fett erschrecken können. Das ist nicht ganz einfach, sage ich mal, ja. Also Slenderman kriegt's auch hin einigermaßen, aber sag's mal so, bei dem eigentlichen Horrorprojekt, was ich machen wollte, was ja, also an Sil nicht an Silvester, sondern what the fuck, an wann war das denn? An Halloween. Da finde ich das hier bisher aber gruseliger, muss ich sagen. The drain sewers as a means of transport. Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. Okay, die haben eben gesagt, dass hier so Wasserrohre gebaut werden und verlegt werden sollen. Und ich erinnere mich, das ist der letzte Raum, den ich gesehen habe, all damals. Weiter als so kam ich nie. Ah, okay. Sie sind fast am Ziel, hat der Typ gerade hier gesagt. Also das Ganze ist fast geschafft. Also zumindest sind sie fast am Ziel. Und ja, wie schon gesagt, das war der letzte Raum, den ich vorher so betreten habe. Hier kam ich nicht weiter. Ich weiß nicht wieso, aber das werden wir jetzt herausfinden. Entweder ist das hier so mega schwierig, also in irgendein Rätsel, oder ich war einfach dumm. Da ist schon mal nichts. Was ist hier? Euler-Wissel. Da ist schon mal eine Platte, oder? Ist da eine Platte? Da ist doch eine Platte. Nee, ist keine Platte, sieht nur so aus. Auch hier wieder, die Sounds sind echt gut gewählt. Was ist hier los? Naja. Water Overflow. Alexander, please go to Water Control. Room and fix. Ich glaube, dieser Alexander ist irgendwie hier der Boss oder so, kann das sein? Also ich kenne ja Amnesia, wie schon gesagt, nicht, aber muss ja so sein, dass dieser Alexander der Boss ist, weil der wird halt hier immer angesprochen. Und hier kommen wir irgendwie nicht weiter, habe ich das Gefühl. Ah, ein Eimer für Öl. Insert. Und jetzt kommen wir hier runter. Da ist ein Hebel. Fug, was ist jetzt passiert? What the fuck ist das da? Nein, nein, nein. Ich denke vielmehr, dass sich etwas, ist da was drin? In dem Raum da vorne getan hat, wo wir vorhin waren. Ich weiß übrigens auch nicht, wie lang die Map geht, also keine Ahnung. Nicht? Okay. Das verwundert mich jetzt aber leicht. Macht das nur einen creepy Sound? Weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie ich hier weitermachen soll. Muss, darf, irgendwie sowas, oder? Also, ich habe keine Ahnung. Schauen wir uns nochmal alles ganz genau an. Aber ich habe hier jetzt eigentlich nichts gesehen, wo ich hier weitermachen könnte, oder? Aha, vielleicht die Hogshot. Die Hogshot. Ich vergesse mein Item. Alle. Kann ich irgendwo hoch? An der Tür? Fackel. Okay, da sehe ich jetzt aber auch gerade irgendwie keine Möglichkeit. Nee. Also jetzt ernsthaft? Keine Ahnung. Oder kann ich da hoch? Mann, ich kann es halt nicht. Aber ich glaube nicht. Nee, also ja. Dann war das ja also wahrscheinlich wirklich übelst hardcore, wenn ich das früher, wenn ich das jetzt auch noch nicht kapiere. Aber der Typ hat auf seiner Seite geschrieben, dass alle seine Rätsel irgendwie lösbar sind. Klar, das sagt jeder, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es bei ihm auch so ist. Aber es ist halt einfach nichts da. Auch hier nicht. Ich kann mich da zwar oben dranhängen, aber das bringt mir ja nichts. Außer, dass ich Leben verliere. Und hier runter kann ich auch nicht.
Water overflow, Alexander, please move up to it. Room and fix using switches. Ja, das gibt eine Tipp, dass man Hebel benutzen soll, um das zu fixen. Nun haben wir aber keinen Switch. Brauchst du den da unten? Den habe ich aber bereits aktiviert. Und der ändert ja nichts. Ich kann da trotzdem nicht hin. Ja, geht nicht. Und wenn ich es umlege, kommt der creepy Sound. Der ja darauf hinweist, dass irgendwas kaputt gehen muss. Und hier ist eine Leiter erschienen. Damn it. Das ist aber auch schwierig zu erkennen. Ach so, soll ich mich runterschubsen? Ich wollte eigentlich nur schauen, ob da unten irgendwas ist. Aber es ist echt schwer zu erkennen, das gebe ich zu. Also ist echt krass. This lever is stuck. Okay, der eine Hebel klemmt wohl ein bisschen. Switch Operator. Flip for Bridge Machinist Arm to activate. Carriage Remo. Control Room. Okay, also ich soll M drücken, um irgendwas zu aktivieren. Oh, das sieht doch schon eher nach Amnesia aus. Ich dachte nämlich, das spielt in so einer Burg. Und ja. M to activate buttons. Okay, funktioniert jetzt nicht, aber wir haben ja auch schon zwei Stück davon. Kann ich jetzt hier replacen? Nee. Schade, ich hätte gedacht, das wäre jetzt irgendwie gescriptet oder so. Aber was weiß ich, ne? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Öl, finde ich gut. Das sind ja schon wieder alle. Okay, das war's. Mir bringt der Raum hier nicht. Gut. Auch schön, haben wir einen weiteren Raum abgeschlossen. Alexander, the levers have blocked the bridge controls. Also das sagt er, glaube ich. Okay, die Schalter haben die Brückenkontrolle geblockt. Okay, passiert nichts. Ich hätte gedacht, das kommt wieder irgendwie so ein Jumpscare, wie man es kennt von der Map, aber nichts. Okay, finde ich auch interessant. The iron needs to be lifted. Also, dass die halt irgendwie lift, heißt belüftet, Fragezeichen. Nein, heißt wegliften. Okay. Jetzt haben wir schon vier Schalter. Wozu auch immer die zu gebrauchen sind. Habe ich bestimmt mal wieder nicht ganz verstanden vom Kontext her. Gut möglich. Ah, hier brauche ich sie. Maybe the bridge is now okay. Ich hoffe es, ja. Ich wollte gerade schon Englisch reden und sagen, I hope, aber naja, wir sind ja hier. Ist ja ein deutsches Let's Play, wie im Titel steht. German und nicht Englisch. Also, ja. Gut, wo geht's hier hin? Okay, bringt mir gar nichts. Oh, ich sehe, ich habe gerade die Folge extrem überzogen. Ja, dann würde ich sagen, was das für Amnesia mache ich auf Deskins Part 2. Und wir sehen uns hoffentlich im dritten Part wieder. Ich freue mich auf euch und dann bis ja, zum dritten Part, Leute. Wenn es euch gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Und ansonsten noch einen schönen Tag. Ciao.